Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Und das Tor ist größer. Ich habe keine Wahnvorstellung. Sagt es mir bitte. Das Tor ist doch größer als die anderen, oder? Wahrscheinlich liegt das einfach nur an dem EP'n. Nein, komm. Gehen wir einfach rein. Nach Posen, natürlich. So, speichern wir nochmal kurz. Habe ich das eben nicht schon getan? Ist egal. Alles klar. Rein geht's. Ein mächtiger Gegner. Sie sind aber alle nicht so mächtig, wie sie immer tun. Nun gut, wir sind auf dem Dach wahrscheinlich. Nein. Mino, Salon im hinteren Bereich des Schlosses Narukami. Er ist sehr beleibt, wenn ich das mal sage. Schleimer. Wieso muss ich gerade an Honda aus Street Fighter denken? Bin ich der Einzige in der Hinsicht? Tut mir leid, ich bin still. Oh Gott. Nein, ich habe mir die Ohren zu behalten. Natürlich, Jinko. Das hast du vorgehabt, das Böse zu bekämpfen. Nehmt mich doch fest. Oh, pinke Samurai. Sehr schicke Uniform habt ihr immer noch. Nun gut. Mit euren Küchenmessern. Gute Assoziation, Jinko. Wie recht er einfach nur hat. Rank heißt dort, aber wir reden erstmal hier mit Honda. Nicht ein Funke. Ich dachte, ich sollte gefangen genommen werden. Jetzt soll ich schon getötet werden? Nicht sehr nett. Wie durchtrieben er ist. Unglaublich. Verbreitet er einfach solche Lügen bei uns. Momomi, was sagst du dazu? Das weißt du? Ich weiß es aber immer noch nicht. Lass mich nicht im Dunkeln. Ja, ich, Momohimes Geschichte ist noch komplexer als Kizuku, ist meiner Meinung nach. Nun gut. Und da ist es auch schon passiert. Ja, seine wahre Gestalt ist, was es ist, Chimera oder Chimera. Ich glaube, dass dieser Boss mich extrem genervt hat früher. Und das auch nicht ohne Grund. Ich glaube, der war auch nicht wirklich einfach. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich werde mein Bestes geben, aber... der hat so ein paar Attacken, die durchaus nervig sein können. Ich werde es einfach mal probieren. Aber ich bin auch ein bisschen hochgelevelt. Genau das hasse ich nämlich. Oh ja, genau das. Da kann man nämlich... muss man nämlich immer ausweichen. Er hat noch andere Formen davon. Genau. So, da müssen wir jetzt einfach nur ausweichen. Und genau, das macht er, glaube ich, immer dreimal. Ne, zweimal. Aber ich glaube, je mehr Schaden wir ihm machen, desto öfter macht er das. Aber ich habe ja zum Glück ein bisschen was zum Heilen dabei. So, ich mach's jetzt einfach um. Ja, das war genau ihm in die Arme gelaufen. Er macht das nämlich so oft, bis er das einmal durchgezogen hat. Und wenn wir immer wieder getroffen werden, dann macht er das auch immer wieder. So, der macht's nämlich dreimal und wenn wir dann... So, jetzt macht er...
Genau. Dann kommt nämlich diese Attacke und dann... Das weiß ich zum Glück noch. Oh Mann, das hab ich mal früher geflucht. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, das Mondlicht. Ich spüre das Mondlicht. Und den Orkan. Ja. Jetzt gibt's mal eine schöne Kombo hier. Und Säge. Wunderbar, wunderbar. Und da ist der nächste Balken auch schon weg. Oh, das war jetzt gerade eine schöne Kombo. Das muss ich aber gerade mal selbst loben. Oh. Nicht zu sehr. Lieber Scholli, nicht zu sehr. So, ich werde mal kurz den Stein benutzen, damit ich ein paar Orkane ins Gesicht schmeißen kann. Wunderbar. Zumindest das Mondlicht für den durchaus toll. Ich hatte das, glaube ich, damals nicht, als ich gegen ihn gekämpft habe. So, Steine. Ihr merkt schon, Steifsteine können durchaus praktisch sein bei entsprechenden Bossen. So. Io-Steine haben wir auch noch. Den benutzen wir auch noch mal kurz, um es zu schärfen. Boah, nein, 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 nein. Die schleudere ich einfach alles zurück. So toll, wie ich bin. So. Oh ja, oh ja. Okay. Das war fies, mein Freund. Das war definitiv fies. Nun gut, der nächste Versuch. Ich wusste, dass der Boss so eine Besonderheit hatte, die gar nicht so leicht war. Wir müssen da durchaus aufpassen, weil der hat durchaus mal Attacken, die auch mal ein bisschen gefährlicher sein können. Ich sollte übrigens nicht alles direkt in der ersten Phase verpulvern. Man beachte bitte meinen Live-Balken, das musste doch mal erwähnt werden. Ja. Ja, gut, da ist die Herrlichkeit auch schon wieder weg. Oh, jetzt ist mein Schwert kaputt. Nicht tragisch. Ich habe ja noch zwei andere. Boah, was zum... Das macht nämlich nicht gerade wenig Schaden, ihr seht es. Das macht gerade fast mein ganzes Life weg. Ich sollte nicht mit einem kaputten Schwert zuschlagen. So, so, zack, 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 zack. Bei dem hilft die Säge durchaus auch, wenn man das, gekonnt einsetzt und nicht so wie ich. So, weiß welche. Na, ja, jetzt macht er gleich... Genau. Das muss ich mir einfach merken, was er jetzt macht. So. Säge, nein, 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 nein. Gut, dass er mit Special-Attacken... Ja, wie lange macht er es bitte? Nein, nicht sterben. Ich muss mich gerade ein bisschen heilen. Ich hoffe, ihr versteht das. Gut, das machen wir denn. Das Mondlicht muss erstmal hier wieder repariert werden. Und dann reparieren wir den Orkan auch noch. Ich würde zumindest ein bisschen was haben hier. Oh nein. So. Da weichen wir aus. Und schmeißen uns gleich mal was rein hier, sonst ist es gleich vorbei. Warum schlägt sie denn? Nein, nicht schlagen. So. Mach deinen Ball, genau. Wunderbar. Genau, jetzt kommt gleich, genau, jetzt kommen hier die Dinger. Müssen wir einfach alle zurückweisen. Übrigens, es sieht nicht gerade gut für mich aus im Moment irgendwie. Oder was sagt ihr dazu? Wenn ich mich ein bisschen halten kann, bis ich die Reißbällchen wieder aktiv habe, dann passt das. Alles klar, passt. So, und jetzt... Genau, jetzt müssen wir... Ich muss das hier alles ein bisschen anders angehen. Wenn ich alles mal ein bisschen gechillter. Aua! Orkan. Autsch. Das wird nicht gut enden, das sage ich euch. Ich glaube, es wird der erste Boss, wo ich ihn nicht sofort direkt in einem Part schaffen werde. Ja, weil der Boss auch wirklich... Ich habe diesen Boss immer gehasst. Ja, vielleicht mache ich ihn dann mit Post-Commentary, ich weiß nicht. Ich möchte das ungern machen, aber ich hasse diesen Boss einfach. Und er wird dann auch immer schneller mit seiner Kacke hier. Weil er jetzt auch wieder wütend ist. So, jetzt kommt... Genau. Shit. So. Papa. Das war's. Das muss es gewesen sein. Nee, war es doch noch nicht. Aber ich glaube, es lässt nicht lange auf sich warten. So. Jetzt gibt's nochmal eine Packung hier. So. Wunderbar. Und den Orkan hinterher. So. Natürlich immer schön in die falsche Richtung. So. Mal kurz Mondlicht. Ich muss mal gleich hier schnell erstmal. Ja. Da ist es schon wieder geschehen. Okay, nee, wir gehen das Ganze jetzt taktisch an. Nämlich richtig, so wie es auch geht. Ich werde jetzt nicht einfach drauf losstürmen, weil das ist nämlich falsch bei diesem Boss. Wir machen es nämlich jetzt anders. Also. Und zwar werden wir die erstmal zurückweisen. So, perfekt. Und wir müssen nämlich jetzt einfach darauf achten, was er macht. So, jetzt hat er seine Krallenattacke gemacht, jetzt macht er erstmal nichts mehr. Macht er gleich erstmal wieder seinen komischen... Na gut, da können wir jetzt erstmal ein bisschen attacken. So, das ist nämlich alles im Moment noch nicht so tragisch. Zack. Und jetzt gibt's nochmal auf die Fresse. Der erste Balken.
Erster Balken ist eigentlich nicht so schlimm. Den kriegen wir relativ einfach weg. So, und jetzt macht er seinen Ball. Und jetzt müssen wir immer schön ausweichen. Na komm, mach schon. Und dann macht er einen, genau, macht er eine Bälle. Alle zurückweisen können. Aua. Nicht sehr nett. Okay. Na komm schon. Den Reißball jetzt schon. Weiß ja nie. Die kommen alle zurück. Du bist sehr fies, das sage ich dir, aber. Das muss ja jetzt nicht sein, dass du mir immer so ins Gesicht schlägst. So. Zack, 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 zack. Ja, die Säge muss ich bei dem auch öfters benutzen. Die ist durchaus toll. So. Können wir nämlich auch mit in die Luft steigen, wenn wir uns nicht allzu blöd anstellen. Und mein Mondlicht hat sich auch wieder völlig regeneriert. So, also kriegst du es direkt ins Gesicht. Nein, ins Gesicht, habe ich gesagt. So. Ins Gesicht. Wunderbar, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Nämlich der nächste Balken ist auch weg. Und ich habe auch noch nicht so viel an Reisbällchen verbraucht. Da werden wir jetzt einfach ausweichen normalerweise. Habe ich das nicht gesagt? Ich hatte gesagt ausweichen. So. Eigentlich nicht so tragisch. Und jetzt kommen die Dinger. Genau. Ich dachte eigentlich, jetzt kommen die Lichter, aber so, so ist auch gut. So, ein paar Kahne ins Gesicht. Ja. Das sieht aber schon wesentlich besser aus als vorhin. So, jetzt kommt hier das Rad. Genau, und jetzt kommen die Dinger, glaube ich. Nee, auch nicht. Das ist mal so eine Sache, man weiß nie genau, was er eigentlich macht. Macht er jetzt die Dinger zum, So, jetzt kommt, genau. Das kommt immer auf seine Sprungtaktik an. Und kriegst du jetzt alle ins Gesicht. Es kommt immer, ob er hoch oder niedrig springt. Wenn er niedrig springt, dann macht er die Dinger. Und wenn er hoch springt, dann macht er, diesen Schlag. Gut. Autsch. Na komm, mach schon. So. Jetzt springt er, glaube ich, hoch und jetzt. Jetzt macht er das Ganze nochmal. Jetzt macht er das nämlich immer öfter. Und jetzt macht er das noch ein drittes Mal. Und dann müsste er schon wieder hochsteigen. Genau, und jetzt macht er nämlich das auf den Boden krachen. Ich wusste es. So, und dann nehmen wir jetzt den Orkan. Zack, 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 nächster Balken weg. Da gleich zum Rad, also schnell weg. Ey! Also nehmen wir die Sake. So, und nochmal das Ganze. Wenn man das einmal weiß, was der genau macht, ist es nicht so schwer so. Jetzt kommt der Krachter auf den Boden, genau. Das kennen wir ja alles. So, das sollte sich jetzt aber gleich erledigt haben. So, Säge hier. Zack, 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 zack. Wollen die ja ein bisschen ausnutzen hier. Zack. Wunderbar. So, und schnell weg. So, und ja. Jetzt das Ganze nochmal. Wunderbar. So, und jetzt kommt er wieder und macht sein. Gut, da habe ich jetzt nicht drauf geguckt, wie die Höhe war. Nein! Nein! Bloß weg! Ich hasse das! Das ist so übel, diese Attacke. Oh Gott. Schnell die Sake genommen. Ich werde jetzt nicht daran scheitern. So. Nein, da werde ich nicht dran scheitern. Bitte nicht. So, schnell den Umbra-Stein reingeschnitten. So, und das Reißbällchen nehme ich noch, bevor ich wieder rangehe. So. So, wunderbar. Wenn ich ihn jetzt einmal nochmal auf den Boden kriege, dann hat sich das gegessen. Wunderbar. Das müsste es jetzt gewesen sein. Na komm schon. Ja, wunderbar. Damit hätten wir das. Gut, dass ich es in dem Part doch noch geschafft habe. Ich habe mich auch ein bisschen angestellt. Das ist alles ein bisschen Musterlernen und mehr auch nicht. Aber ja, mit Commentary, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Habe ich euch auch erzählt. Shishio, unser nächstes Schwert. Hellblaue Barrieren können wir zerschlagen. Das wurde aber auch Zeit, dass wir die zerschlagen können. Die Hellblauen haben es verdient. Definitiv. Tja, sieht schlecht aus. Honda. Zeiche verdammten Verräter, oder? Leute, ich muss leider hier Schluss machen, aber ich werde genau hier wieder ansetzen. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht wieder überziehen möchte und ich gleich über 15 Minuten bin. Dank des großartigen Bossfights. Von daher, wir sehen uns dann in alter Frische im nächsten Part. Und dann habt ihr nochmal ein Part Momohime, weil das ist ja storytechnisch wichtig. Und daher, ich muss Schluss machen, wir sehen uns im nächsten Part.